Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Hallo, heute die neue Butze. Meine Frau macht eine Roomtour durch die neue, nahezu fertig eingerichtete Wohnung. Na doch, fertig ist es schon. Fertig. Fertig ist sie nie. Aber, das wissen wir da alle, die Frauen. Mhm. So, na dann gehen wir mal eine Runde. So, los geht's. Jetzt geht's los. Mit ganz großen Schritten. Und ich fasse meiner Frau von hinten an die Schultern. Das hebt die Stimmung. Das ist im Übrigen der zweite Versuch. Warum war der erste nicht ordentlich? Ganz schön dunkel hier in deiner Hornsche. Der erste, das ging nicht. Die Auflösung kann der Computer nicht. Auch der Computer kann das nicht. Der Computer kann das nicht. Ja, unsere kleine, feine Küche. Klein, aber fein. So klein, dass ich gar nicht so weit genug nach hinten gehen kann, dass man das so alles sieht. Ja, das ist so unsere Essecke, unser Essplatz. Ecke ist es ja nicht. Ja, schön gemütlich. Wir sitzen da auch ganz gerne. Da trinke ich dann mein Käffchen. Mein Käffchen. Ja, sein Käffchen. Hast du dein Käffchen heute schon getrunken? Nee, das steht am Computer, das wurde oh Gott. Ja, wir haben schon Mittag, ne? Es ist 12:30 und er trinkt noch ein Frühstückskäffchen. Ich muss ja hier Rundtour machen, für Neugierige. Was machst du denn jetzt? Bloß nicht mit ins Bild. Wo willst du denn hin? Na, ich wollte mal meine schöne Küche zeigen, so eine schöne Küche. Hast du mal so eine schöne Küche gesehen? Ja, Freunde, guck mal her. Aua, bloß 12:37 Uhr. Meine Frau kommt nicht aus dem Pott. Zu Potte. Jetzt will er auch noch mit mir tanzen. Schneewalzer wahrscheinlich. Ja, heute haben sie Schnee angesagt. Heute kommt, was hat die Bild geschrieben? Heute kommt der fiese Riese aus dem Norden. So. Ich bin doch mal gespannt, wie viel Schnee wir kriegen. Machst du mal ein bisschen Licht, meine Hase? Es werde Licht. Wahnsinn. Ich kann zaubern. Ich kann machen, dass Luft stinkt. Ja, das kann er gut. Ja, hier vorne? Unsere Essecke. Ihr macht das schon. Ich bin mal weg. Ja, das kann er auch am besten. Schau mal die Taschenlampe. Ich habe nämlich ein Geheimversteck entdeckt. Entdeckt eben. Sein Geheimversteck ist das nicht. Da passt er nämlich nicht rein. Nee, unser Kater ist öfters mal weg. Man hört ihn zwar, aber man sieht ihn nicht. So wie der Weihnachtsmann vor Weihnachten. Aber, wie ich gerade sehe, er ist raus aus seinem Versteck. Da ist er. Du bist ein Verräter. In Knutschhöhe. Das ist die perfekte Knutschhöhe. Mhm. Der arme Kater. Wisst ihr, wo der sonst ist? Findest du nie. Wir haben den gesucht. Mein Mann hat gesagt, du spinnst doch, der ist nicht zu Hause. Da hätten wir den ja gefunden. In der Ecke? Da unten kriecht er mal rein, deswegen kann ich da auch nichts reinstellen. Weil der schmeißt alles erbarmungslos raus. Na klar, da macht sich Platz mit seinem dicken Katzenpo, damit er da nur rein kann. Ja, wie gesagt, das ist unsere Lieblings-Essecke. Wir haben wohl noch eine. Ja. Naja gut, momentan haben wir hier noch nicht gegessen. Aber ist schön gemütlich. Und dann haben wir hier eine Eiguck. Gucke, unsere neue Couch. Ja. Und wer ist drauf? Unser alter Hund. Der denkt auch, oh nee, nicht die schon wieder. Das haben die doch gerade schon mal gemacht. Die Deppen. Ja. Ich finde, schön geworden ist es. Unser schöner Balkon da draußen hat auch eine schöne Größe. Ja, und hier sitzt man dann abends und schaut ein bisschen Fernsehen. Was? Wenn man Platz auf der Couch findet, zwischen Hund und Katz. Kannst du auf dem Fußboden sitzen. Könnte ich machen. Ja, und unser Farbkonzept ist gar nicht so verkehrt. Also das Grau mit dem Rosa, muss sagen, hat mein Mann doch ganz schön ausgesucht, die rosa eine Farbe. Genau, das wusste ich aber. Du hast gesagt, du willst das etwas dunkler haben. Das ja, Mandel. Wir hatten drüben einen Mantel und das wollte ich diesmal in Zacken stärker haben, kräftiger. Und es ist tatsächlich so ein Rosa geworden. Aber ist toll. Und die Bilder hängen an der Wand. Also dein Klebehaken-Konzept scheint ja auch aufzugehen. Naja, wolltest du wirklich so viele Löcher bohren? Ja, das ist schwierig. Ja. Für die es mitgekriegt haben, wir wohnen ja jetzt an der Betonwand, das heißt, da ist nichts mehr mit Nagel und Co. Ist er nicht niedlich? Ist er nicht süß? Ist er nicht.
Meine Miezekatze. Und das stinkt. Das stinkt gar nicht. Ja. Ja. Oh, hier liegt er noch seriner. Ja. Da haben wir unser Schlafzimmer. Ich finde auch diesmal ein sehr schönes Farbkonzept. Ja, die ganzen Töne, die passen hervorragend zu unseren verschiedenfarbigen Holzmöbeln. Das ist übrigens die dunkle Wand, die heller wurde, richtig? Genau. Die helle Wand, die dunkler geworden ist, sieht man eigentlich nicht, weil der große Schrank davor steht. Siehst du nicht? Die ganze Wand. Ja, mein Mann, der hat zu viele Schuhe. Na und? Lieber war halt, als man hätte. Hätte ich mir alles sparen können. Die hätte ich tatsächlich weiß lassen können, die Wand. Naja, aber hier und da sieht man schon mal was. Und wenn das Schuhregal nicht mehr ganz so voll ist, wenn man so nach und nach... Ganz oben könnte das sein, dass man da tatsächlich die Farbe erkennt. Da sieht man noch so ein bisschen. Ja, und wie gesagt... So wenn wir irgendwann mal den Schrank abbauen, dann müssen wir... Im Laufe der Jahre werden das auch weniger Schuhe. Ich denke, du hast hier gesaugt. Ich habe nicht gesaugt, ich habe geswiffert. Oh, du hast geswiffert? Ich habe geswiffert. Seht ihr das schöne Fenster da oben? Das ist für das Tageslichtbad. Keine Ahnung, wer sich so einen Schwachsinn ausdenkt. Ist aber nichts für Leute, die noch arbeiten gehen müssen. Da mein Mann ja um 3:45 aufstehen muss, dann geht er früh ins Bad, knipst das Licht an und ich hab's taghell. Und glaubt mir, dieser dunkle Raum, das Schlafzimmer, ist mindestens genauso hell. Das ist herrlich. Naja, was soll's. Nein, wir haben ein bisschen anderes Lichtkonzept jetzt im Bad. Das geht dann eben nicht morgens um 4. Der hat es richtig gut. In meinem nächsten Leben werde ich Miezekatze. Aber ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Hat der es nicht gut? Der Garfield? Ja. Ja. So, willst du den Leuten jetzt mal noch dein Bad zeigen? Mein Bad? Dein Bad. Willst du den Leuten erst mal... Dein, willst du die Leute... Wortfindungsstörung. Völlig normal, ne? Corona-Demenz. Was wollte ich sagen? Mein Bad, ja, bitteschön. Dankeschön. Evola, mein Bad. Bad. Ich muss ja mal durch. Er muss da mal durch, genau. Ich bin ja fast so dick wie deine Waschmaschine. Das ist seine Duschkabine. Im Moment duscht er nur sein Duschmopp. Die ist übrigens genauso groß, halb so groß wie mein neuer Keller. Oh ja, der Keller, da ist die Wucht. Naja, man kann nicht alles haben, ne? Zumindest dafür haben wir jetzt ein schönes Bad. Ja, und schön warm ist er. Gibt es nur noch warmes Bier, aber das ist auch viel gesünder als kaltes. In einem gewissen Alter trinkt man das Bier nicht mehr so eiskalt. Ist das nicht toll mit den Strahlern, die dir dann so das Gesicht umschmeicheln? Sieht gut aus. Ja, und die Waschmaschine. Die passt. Die passt und sie hat auch den Umzug bis jetzt so halbwegs überlebt. Halbwegs deswegen, wir mussten sie ja auseinanderbauen. Das heißt, mein Mann hat sie schön auseinandergebaut und wieder zusammen. Seitdem spinnt sie wieder ein bisschen. Ja. Naja. Zwei Fehlermeldungen hat sie gehabt. Schauen wir mal. Hoffen wir, dass es überlebt. Dann haben wir hier jetzt seinen schönen Flur. Der grüne Flur. Ich weiß gar nicht, ob man das erkennen will oder nicht. Licht ohne Licht. Jetzt können wir mal Licht anmachen. Soll ich mal Licht machen? Mach mal Licht. Helles und dunkles Grün. Genau. Nagelt mich nicht fest, wie die Farben heißen. Grün. Grün, hell und dunkelgrün. Wie gesagt. Trink mal mein Käffchen. Ja, trink mal dein Käffchen in deinem blauen Salon. Ja, man muss eben immer das Gesamtbild sehen. Es bleibt im Endeffekt nicht viel übrig von der grünen Wand. Ja, und dann bleibt nur noch der blaue Salon. Da ist er. Und auch der erschlägt einen nicht mehr so, weil Möbel, Bilder, schlafende Fische. Und da der Arbeitsplatz meines Mannes. Und da, gucke, der Weihnachtskaktus oder Osterkaktus oder was auch immer. Ja, lieber Steffen aus dem Gemüsegarten, du hast gesagt, es gibt nur Weihnachts- oder Osterkaktus. Was ist das? Wir haben jetzt Anfang Februar und er blüht. Ist er zu früh oder ist er zu spät? Bin auf deinen Kommentar gespannt. Das weiß der, glaube ich, selber nicht.
Also der Kaktus. Steffen hat bestimmt die passende Antwort. Ja, da schweben ein paar schöne Quallen rum. Die schwimmen. Muss dich enttäuschen, die schwimmen. Schweben können die nicht. Die schweben durchs Wasser. Ja, du schwebst natürlich nicht durchs Wasser. Du gehst unter wie so eine bleiernde Ente. Nö, ich schwimme oben. Ja. Fett schwimmt immer oben. Ja, nur das mit dem toten Mann, das kann er bis heute nicht. Nee, das kann er nicht. Aber das macht nichts, man muss nicht alles können. Ich liebe ihn trotzdem. Das ist schön, das beruhigt ungemein. Ja, und das sind unsere schönen Leipzig-Poster. Die gibt's gar nicht mehr, hast du gesagt, ne? Die gibt's gar nicht mehr, ne. Die habe ich vor über 10 Jahren gekauft. Und bin auch froh, dass ich sie habe, weil ich finde, die sind richtig toll. Und an der Wand wirken sie umso schöner. Ja, mit diesem blauen Hintergrund. Das war eigentlich, diese Bilder waren eigentlich der Grund, warum wir uns für einen blauen Hintergrund entschieden haben. Weil wir gesagt haben, das passt eigentlich gut dazu. Vom Farbkonzept. Wenn es ja klappert, das ist mein Kaffeeglas. Ja, sein Käffchen. Mein Käffchen. Ja, und dann war es das eigentlich auch schon. Größer ist die Wohnung nicht. Nö, reicht vollkommen aus. Ich jetzt Tschüssi sagen. Du sollst jetzt Tschüssi sagen. Wir können natürlich auch gemeinsam Tschüssi sagen. Versuch mal mit herzukommen und Tschüssi zu sagen. Komm mal mit her. Komm mal mit her. So, da bin und ich. Sag mal Tschüssi. Oh Gott, es schneit schon wieder. Ja. Wie erschreckend im Februar Schnee. Das ist ja so ungewöhnlich, oder? Ja, im Winter. Wie kann das denn im Winter schneien? Keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Ja, ganz also, schrecklich. Also, danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Hast du? Ja. Ist an. Was machst du denn da jetzt? Das siehst du doch, der Bernie ist weggerutscht. Die Bernie sitzen doch hier auf deiner Couch im Arm vom dicken Elch. Und dann machst du das jetzt erstmal ordentlich. Na und? Sag doch erstmal Hallo. Hallo, Freunde. Das ist alles. Das ist wirklich alles. Das ist alles. So, ja, hallo, herzlich willkommen in unserer neuen Butze. Heute Roomtour. Servus. Herzlich willkommen. Zeigen wir euch mal. Besser? Ja, jetzt viel besser. Oh, wunderbar. Ja, heute zeigen wir euch mal, wie die Butze fertig aussieht. Genau. Viel Spaß. Nee. Viel Spaß und herzlich willkommen. Ja, wo gehst du denn jetzt schon wieder? Na, fang an. Was macht er denn? Hallo. Ah, du hast doch einen Knall. Hast du Schuppen neuerdings? Ist ja ekelhaft. Ich bin doch kein Fisch. Keine Schuppen. Schubst du dich? Ja, hast du kurzen Arm oder was? Nee, einen dicken Mann. Dicken Mann. Ah. Was machst du denn jetzt? Ja, der dicken Mann hier. Mit deinem Waschbärbauch. Willst du nicht mal Hallo sagen? Du sagst, wenn es losgeht, dass ich meinen Schnitt mache und dann sagst du Hallo. So, ich soll jetzt Hallo sagen. Also, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde.